So, und jetzt gucken wir uns das an einem Beispiel an, wie man das ganze Ding anwendet. Und zwar machen wir das für die folgende Sprache. Und zwar die Sprache aller Primzahlen. Also die Sprache L und ein P, A auch P, und dabei ist P eine Primzahl. So, und die Anwendung des Pumping-Lemmas ist eigentlich immer gleich. Ich hatte gesagt, also wir können damit jetzt nicht zeigen, dass das eine rationale Sprache ist. Wir wenden das immer als Widerspruchsbeweis an. Erster Schritt ist, ich nehme an, dass die Sprache L und ein P rational ist. So, dann, wenn die Sprache rational ist, dann gilt auch das Pumping-Lemma. So, das heißt, es gibt eine Zahl gemäß diesem Pumping-Lemma. Und jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, dass wir dieses Wörter hernehmen, das irgendwie ein Wort zerlegen, entsprechend diesem N. So, was wir auch wissen, es gibt beliebig viele Primzahlen. Also gibt es auch beliebig lange Wörter in L und in P. So, jetzt nehmen wir uns ein Wort her. Es sei jetzt ein Wort aus LP, das halt länger ist als diese Konstante, als diese Zahl n. So, gemäß Pumping-Lemma können wir jetzt a hoch p zerlegen in drei Teile, in u, v, w, wobei u ist gleich irgendwie a hoch i, v ist a hoch j und w ist irgendwie a hoch k. Und mit i plus j plus k ist gleich p. Und das ist größer n. Und was wir auch noch wissen, ist, dass j irgendwo zwischen 0 und n liegt. So, und nach dem Pumping-Lemma muss gelten, dass u v hoch, muss ich jetzt irgendwas anderes nehmen, was habe ich hier genommen? Für alle m größer 0 muss halt das Wort u v hoch m w muss auch wieder in LP liegen. So, und die Idee wird jetzt sein, dass wir jetzt irgendein M auswählen, sodass das nicht erfüllt ist. Ja, weil dann haben wir einen Widerspruch, weil das müsste eigentlich drin liegen. Wir haben einen Widerspruch und können dann sagen, unsere ursprüngliche Annahme, nämlich, dass die Sprache rational ist, dass sie falsch war und damit ist gezeigt, dass sie nicht rational ist. So, da muss man jetzt ein bisschen überlegen. Ich schreibe das mal so hin. Wir müssen für ein M zeigen, dass das nicht in L drin liegt, dann Widerspruch und sind wir eigentlich fertig. So, also das gucken wir uns jetzt an. Dann müssen wir eine Fallunterscheidung machen. Das ist häufig, dass man eine Fallunterscheidung machen muss. Und zwar müssen wir jetzt die Fälle unterscheiden, ja, entsprechend der Möglichkeiten, die wir hier bei der Aufteilung dieses Wortes vorgenommen haben. Und zwar, wenn i plus k, wenn das größer ist als 1, das sieht man nicht so ohne weiteres. Da muss man immer so ein bisschen tüfteln und basteln. Ja, dass man mit den Indizes rumspielt und gerade sozusagen das Ergebnis bekommt, dass man dann auf ein Wort stößt, was dann nachweislich nicht in der Sprache drin liegt. Ja, und hier in diesem Fall kann man das so machen. Für den ersten Fall, dass i plus k größer ist als 1, dann pumpen wir v genau i plus k mal auf. Und zwar kriegt man dann u, v, i plus k, w ist gleich, so jetzt setzen wir quasi ein, u, das war a hoch i, v war a hoch j mal i plus k, weil so oft haben wir das jetzt hier aufgepumpt, und das abschließende w ist a hoch k. So, und das kann man jetzt vermutlich irgendwie zerlegen in das folgende, a hoch j plus 1 mal i plus k. So, das soll jetzt in LP liegen. Nun ja, aber sozusagen hier der Exponent ist nachweislich keine Primzahl, da in zwei Faktoren zerfällt, die beide ungleich 1 sind, weil nach Annahme in diesem Fall i plus k war größer als 1, das ist größer 1, j ist größer, echt größer als 0, darum ist j plus 1 auch größer als 1. Also das ist definitiv keine Primzahl, das heißt, hier haben wir schon mal einen Widerspruch. So, der zweite Fall, wenn i plus k, wenn das gerade 1 ist, dann habe ich mir hier hingeschrieben, dass j plus 1 eine Primzahl ist. J plus 1 ist gleich p ist Primzahl, muss ich erstmal gerade überlegen, warum das so ist.
Achso, ja, klar. Weil wir haben ja da stehen, wir hatten ja gesagt, dass i plus j plus k, das ist ja gerade unser p, ja, und wenn i plus k gerade 1 ist, ja, dann ist j plus 1 gerade j plus i plus k, klar, ist eine Primzahl. Das war sozusagen, so waren wir überhaupt gestartet. Also j plus 1 ist eine Primzahl. So, und jetzt können wir irgendwie eine beliebige Verteilung annehmen, ja, also ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Können wir einfach sagen, i ist gleich 0 und k gleich 1, weil beide sind ganze Zahlen. Also entweder ist dies der Fall oder wir müssen sie umtauschen. Das ist aber egal. So, und jetzt machen wir einfach, betrachten wir das folgende Wort. Und zwar, wir gucken uns jetzt an, u v hoch j plus 2. Ja, wir müssen ja nur für ein m müssen wir finden, einen Exponenten müssen wir finden, für Nachweis führen, dass das Wort dann nicht in LP drin liegt. Gucken wir uns mal dieses Wort an, wenn wir das Mittelstückchen j plus 2 mal aufpumpen. Für das folgende Wort gilt also u v hoch j plus 2 w, das ist gerade a hoch i v hoch j mal j plus 2, wenn ich mich nicht täusche, a. A hoch k, so i gleich 0, das heißt, hier haben wir stehen j Quadrat plus 2j, das ist aufgelöst und das k ist 1, das heißt, wir haben das hier oben stehen, ja, das ist gerade irgendwie binomische Formel, a hoch j plus 1 zum Quadrat, so und auch das hier ist keine Primzahl. Mit zwei Faktoren echt größer als 1. Das heißt, auch das ist kein Wort aus LP. Und wir haben wieder einen Widerspruch. So, zusammengefasst. Wir waren ausgegangen davon, dass das Ding rational ist. Und dann haben wir... Gucken wir uns nochmal hier unsere ganzen Quantoren an, für die wir den Nachweis führen mussten. Ja, wir haben gesagt, so, für jede rationale Sprache muss das gelten. Wir wollen das jetzt an einer Sprache ausprobieren. So, wir haben uns diese Zahl n hergenommen. Dann ist die Aussage, dass für alle Wörter gilt, dass sie sich zerlegen lassen in diese Form. Und dass dann für alle natürlichen Zahlen gilt, dass dieses aufgepumpte Teilwort, dass uns das letztendlich auf ein Wort in der Sprache führt hier, ja, das aufgepumpte Wort, das muss auch in der Sprache drin liegen. So, das heißt, wenn man einen Widerspruchsbeweis führen möchte, genügt es, wenn man den Nachweis führt, dass es nur ein einziges M gibt, sodass das hier nicht erfüllt ist. Und das haben wir jetzt gerade gemacht. Wir haben hier alles gemäß dem Pumping-Lemma durchgeführt. Ja, es gibt beliebig viele Primzahlen. Wir haben uns dann ein Wort hergenommen, das haben wir zerlegt. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das denn zerlegen können, haben da unterschiedliche Fallunterscheidungen gemacht und haben in allen möglichen Fällen, in diesem Fall waren das zwei Stück, haben wir gezeigt, dass wir dann immer eine Zahl, einen Exponenten finden, sodass wir, das liegt nicht drin, sodass das aufgepumpte Wort nicht in der Sprache drin ist. Und das darf gemäß dem Pumping-Lemma nicht sein. Hier genauso, das heißt insgesamt folglich, die Sprache LP ist nicht rational. Ja? Und ein für alle Mal, ich verbiete Ihnen die Anwendung des Pumping-Lemmas, um den Nachweis zu führen, dass eine Sprache rational ist. Sie können damit immer nur zeigen, dass es nicht rational ist.